Der Start der Fall Guys Season 2 rückt näher. Die neuen Inhalte sollen mit einem Update Anfang Oktober aufgespielt werden. In einem neuen Trailer geben die Entwickler von Miadatonic eine erste Vorschau auf die kommenden Inhalte im Mehrspielerspaß. Season 2 führt Spieler demnach ins Mittelalter mit Burgen, Drachen, Rittern und vielem mehr. Entsprechend gestaltet sind auch die Minispiele, die in Fall Guys bei Season 2 zur Verfügung stehen. Die Freischaltung der neuen Staffel soll in wenigen Wochen erfolgen. Die Entwickler von Miadatonic bereiten die Season 2 für Fall Guys vor. In einem neuen Trailer geben sie einen ersten Ausblick auf die neuen Inhalte, die mit dem Start der kommenden Staffel zur Verfügung stehen. Auf euch warten Drachen, Ritter, Burgen und vieles mehr. Magier und Schlösser sowie die ein oder andere Überraschung hält die Staffel 2 für den Mehrspieler-Hit auf PS4 und PC ebenfalls bereit. Neue Minispiele gibt es bei Fall Guys natürlich ebenfalls. Im Trailer bekommt ihr beispielsweise knuffige Ritter und Drachen zu sehen, die Plattformen und Rampen zu verschieben und im Level voranzukommen. Dass das Spielgeschehen der Season 2 ähnlich munter und chaotisch abläuft wie bisher, scheint gesetzt zu sein. Zum Start der Season 2 steht musmalig ein größeres Update bereit, das die neuen Inhalte für Fall Guys aufspielt. Neben neuen Minispielen dürfen die Spieler selbstverständlich auch auf frische Emotes und Skins freuen, angelehnt an das neue Fantasy-Setting. Among Us erschien eigentlich schon Ende 2018. Den Durchbruch als Twitch-Hit schaffte der Multiplayer-Titel aber erst kürzlich. Und so kündigte der Entwickler nach dem ungeahnten Erfolg bereits den Nachfolger Among Us 2 an. Doch der wird es nun einen Monat später zugunsten des ursprünglichen Spiels eingestellt. Deswegen keine Sorge, die Einstellung des Sequels bedeutet nicht, dass Among Us keine blühende Zukunft bevorsteht. Ganz im Gegenteil. Innersloth erklärte, man will lieber den ersten Teil weiter ausbauen, mit neuen Inhalten füttern und durch regelmäßige Patches verbessern. Nvidia Reflex soll Vorteile für COD, Modern Warfare, Warzone und Cold War bringen. Mit der Einführung der RTX 3000 Generation samt dem Topmodell GeForce RTX 3080 hat Nvidia auch die neuen Reflex-Funktionen vorgestellt. Über den aktuellen Treiber in der Version 456.55 kommt sie jetzt für Call of Duty Modern Warfare und Warzone. Cold War wird Reflex ebenfalls unterstützen. Was ist Nvidia Reflex? Bei Nvidia Reflex handelt es sich um eine Treiberfunktion, die in unterstützten Spielen für eine geringere Verzögerung zwischen Eingaben und ihrer tatsächlichen Umsetzung im Spiel sorgen soll. Dazu werden Optimierungen in der Render-Pipeline vorgenommen. Ist die Eingabeverzögerung zu groß, kann es etwa im schlimmsten Fall passieren, dass wir in einem Shooter eigentlich rechtzeitig abgedrückt haben, um einen Gegner zu treffen, der Befehl im Spiel aber zu spät ankommt. Für Nvidia Reflex benötigt ihr eine Grafikkarte von Nvidia ab der GTX 900 Generation, einen passenden Nvidia-Treiber und eines der unterstützten Spiele, unter anderem Call of Duty, Fortnite, Destiny 2, Mordhaut und Valorant. Wie viel bringt Nvidia Reflex aber eigentlich? Nach Angaben von Nvidia selbst sinkt die Latenz je nach verwendeter Grafikkarte zwischen 17 und 8%. In absoluten Zahlen liegt die maximale Verbesserung demnach bei 10 Millisekunden. Wie groß der Unterschied ist, den diese Verbesserungen in der Praxis wirklich machen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Zumal dabei auch Faktoren wie subjektive Wahrnehmung und die eigenen Fähigkeiten im jeweiligen Titel eine große Rolle spielen.